Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und heute geht es um das Thema, wie kann ich mich am besten positionieren als selbstständiger Softwareentwickler mit einer kleinen Softwarebude oder auch gerne noch als Solopreneur, wenn ich den Sprung quasi ins Unternehmertum noch nicht geschafft habe, als Freelancer oder auch als größere Firma. Ja? Und da ist immer sozusagen gilt die drei Stufenregel. Imitation, Assimilation und Innovation. Ja? Das schreibe ich jetzt nicht nochmal extra an die Tafel, kannst du dir merken, kannst du auch gerne googeln, ja? Irgendwie so eine Grafik ausdrucken und am besten an die Wand halten. Das heißt, wie lernen wir Menschen? Schon seitdem wir Affen waren, ja, lernen wir durch diese drei Stufen. Ja? Also nochmal Imitation, Assimilation und Innovation. Und das ist eben das, wo wir am besten lernen, schon von klein auf. Als kleines Kind plappern wir erstmal alles nach, was die Eltern sagen. Ja, blab, 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 blab. Ja, das ist die Imitation. Und wenn wir erwachsen sind und wollen irgendwas Neues lernen, imitieren wir auch erstmal. Ich bin da ein richtiger Meister drin. Ich imitiere letztendlich immer genau, keine Ahnung, irgendwie den Coach oder dies oder das oder jenes, wo ich halt quasi sage, okay, da möchte ich auch hin. In diese Richtung möchte ich mich weiterentwickeln. Ja, das Gleiche gilt für Softwareentwicklung. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, schau dir einfach die großen Softwarehäuser an, was machen die großen Dienstleister, um quasi sich in USP zum Beispiel zu arbeiten, ja? Um aus der Vergleichbarkeit herauszukommen. Ja? Da gibt es so viele Möglichkeiten und wenn du da Bock hast, mit mir drüber zu sprechen, hier unten irgendwo findest du einen Link zu meinem Kalendri oder zu meiner Webseite thomasklein.consulting oder kleinmarketing. Und dann buch dir dort gerne einen kostenlosen Termin, dann unterhalten wir uns einfach mal halbe Stunde, meistens dauert es dreiviertel Stunde, wenn wir warm werden, manchmal sogar eine Stunde, ja, alles kein Problem. Und genau, also, schau dir die großen Häuser an, was machen die, um aus der Vergleichbarkeit herauszukommen, und dann würde ich dir erstmal empfehlen, imitier, ja, also, das heißt, Imitation, du machst es ein bisschen nach, und dann Assimilation, das heißt, du passt es auf dich an, ne, auf dein Skillset, auf deine Nische, auf deine Branche und so weiter, um dann irgendwann mal in den Bereich Innovation reinzukommen, dass du sozusagen dein eigenes Ding machst, ja? Und dann selber irgendwie ein größeres Systemhaus bist oder sowas in der Richtung. Also, hier mal ganz kurz ein konkretes Beispiel, das ich dir gerne schreiben möchte. Also in der Regel hast du es so, das ist wirklich nur ein Beispiel. Also ich möchte jetzt nicht, dass du sagst, okay, ja, so muss es genau sein oder so, sondern es ist einfach nur irgendein Beispiel. Ja? Du hast auf der einen Seite, also du hast hier die IT. Die IT-Landschaft eines Unternehmens. Ja? Und diese IT-Landschaft, jetzt wirklich nur ganz, ganz grob auf einer Metaebene, ja, hast du hier einen Part, ja, der ist zum Beispiel Microsoft. Und hier ist dann zum Beispiel das ERP-System, ist von Business Central, heißt es ja jetzt, also Business Central, ja, Office 365 ist so gut wie bei allen irgendwo, ne? Und dann sitzen halt da meistens noch so andere Sachen drauf. Dann hast du hier eine Seite, das ist dann, sagen wir mal, SAP, ja, und mit SAP hast du dann so zum Beispiel die Logistik, ja, die Warenwirtschaft. Es kann auch sein, dass du hier zum Beispiel beides hast. Manche Firmen haben zum Beispiel unterschiedliche Standorte und so weiter und dann haben sie zum Beispiel eine Vision im Einsatz irgendwo aus irgendwelchen Gründen und dann irgendwo in den USA oder so oder umgekehrt. Deutschland, USA in der Vision und in Deutschland haben sie irgendwie SAP oder sowas. Ne? Und irgendwann wird es dann mal konsolidiert, es wird sich dann mal für eine entschieden. Aber es gibt unterschiedlichste Konstellationen, also wirklich nur auf einer Metaebene. Und dann gibt es sozusagen hier meistens irgendwie sowas wie ein Vakuum. Ne? Also hier zum Beispiel gibt es definitiv Schnittstellen. Also ich habe noch keine IT-Landschaft ohne Schnittstellen erlebt. Und dann gibt es sowas wie branchenspezifische Reglements zum Beispiel. Also das hier zum Beispiel Branchen.
Regularien. Ja, du hast zum Beispiel Regularien, du hast hier branchenspezifische Applikationen, Anbindungen, ja, Regionalitäten, also zum Beispiel du hast unterschiedliche Regularien pro Land, ja, also Länderspezifikationen und so weiter und so weiter. Ja. Also das heißt, aufgrund dessen, dass du jetzt mit einem größeren Unternehmen redest, ja, die halt mehrere Standorte haben, mehrere Märkte und so weiter, ergeben sich dort schon wieder so Vakuums, ja, Lücken, wo letztendlich, und das ist das alles Entscheidende, Standardsoftware nicht ausreicht. Okay, und das ist das alles Entscheidende. Du musst identifizieren, Use Cases, wo Standard, Soft, ich kürze das alles ab, Software nicht ausreicht. Ja, egal was du machst, egal wie groß du bist, völlig wurscht. Und dort gehst du rein und baust eine Lösung, die nur du gebaut hast und die auch keiner so schnell nachkopieren kann. Und wo du quasi, das kann innerhalb dieses Frameworks sein, ist völlig egal. Ja? Aber von der Idee her, von der Strategie her, ja, ist das das Allerwichtigste. Ja? Du musst identifizieren Use Cases, Szenarien, ja, wo Standardsoftware, die du überall super simpel kaufen kannst, wo du im Idealfall ja, dann alles abgibst und brauchst auch intern gar keine Softwareentwickler mehr oder manche Firmen sind ja so, dass sie quasi überhaupt gar nichts mehr selber entwickeln. Ja, also die geben ja alles komplett ab an entweder hier zum Beispiel Microsoft oder SAP oder irgendwelche anderen Firmen, ja, oder deren Dienstleister. Und wenn du natürlich es schaffst, hier solche Use Cases zu finden, ja, und dort quasi Add-ons, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, sogenannte Add-ons zu entwickeln, die wirklich quasi verpflichtend sind, ja, bei den Unternehmen, also die der Markt unbedingt braucht, also die man kaufen muss, ja, die sind kein nice to have. Also zum Beispiel hier noch ganz wichtig, nice to have Produkte. Ja, nice to have Produkte. Und dann nehme ich jetzt mal den Rotstift. In Krisenzeiten oder Zeiten, wo weniger Budget ist oder wenn es mal ein bisschen schwankt oder rezessiv ist, add-on, nice to have, ja, kriegst du schlecht verkauft, wird nach hinten gestellt, ja, wird um ein Jahr verschoben, zwei Jahre, um drei Jahre. Das mag nicht, das ist jetzt nicht produktspezifisch oder lösungsspezifisch. Ja? Das bedeutet jetzt nicht, ein CRM ist immer gleichzeitig ein Nice-to-have-Produkt oder Lösung. Ja? Und wenn du jetzt quasi dich auf CRM-Programmierung oder CRM-Thema halt spezialisiert hast. Nein, es gibt Firmen, da ist das CRM absolute Priorität. Ja? Und dann gibt es wieder Firmen, da ist es eben keine Priorität. Das heißt, du musst es quasi von Firma zu Firma teilweise leider oder auch von Branche oder Nische zu Nische oder Branche zu Branche oder Use Case zu Use Case entscheiden oder identifizieren. Das machen wir ein bisschen Arbeit, aber was ist jetzt bei der Firma oder bei der Branche, ja, nice to have aktuell? Und das musst du erstmal zurückstellen, weil da kannst du einen rezessiven Marktumfeld oder wo es ein bisschen shaky ist, na, also wie aktuell leider manchmal so ein bisschen ist, kannst du halt hier nicht so leicht Geld verdienen, als wie in diesen Add-ons oder Lösungen und so weiter, die halt sozusagen erzwungenermaßen investiert werden müssen.
Ja, es ist teilweise sogar so, dass diese Priorität, was ist nice to have und was ist nicht nice to have, sogar innerhalb einer Firma, innerhalb von wenigen, relativ wenigen Monaten, auch revidiert werden kann. Das heißt, es gibt hin und wieder, nicht so oft, aber hin und wieder Firmen, mit denen ich telefoniere oder kommuniziere, mittelständische Firmen, die sagten noch vor 6 oder 8 Monaten, ja, so ein Kundenportal, so ein CRM oder so eine MES-Lösung oder so ein DAM-System oder so ein PIM-System, das ist nice to have. Ja? Das kriege ich in der aktuellen Phase von Krisen und so weiter, kriege ich das der Geschäftsführung, kann ich das der nicht verkaufen, dass sie dafür Geld ausgibt. Ja? 6 Monate später, also es wurde quasi ein E-Shop priorisiert, ja, gegenüber einem PIM-System. Ja, das sind schon wieder irgendwelche Details, die du vielleicht gar nicht als Zuschauer jetzt gar nicht verstehst, aber ist egal. Also das eine wurde dem anderen System quasi vorgezogen, priorisiert. 6 Monate später, 1 Jahr später, kann sein, dass man feststellt, wir wollen jetzt den E-Shop global ausrollen und stellen fest, wir haben 27 verschiedene Datensilos in 27 verschiedenen Tochter- und Schwesterfirmen global verstreut. Wir können den Shop gar nicht sinnvoll global ausrollen, solange wir nicht diese ganzen Datentöpfe konsolidieren in einen einzigen Datentopf. Also plötzlich ist die Priorität wieder ganz weit oben für das PIM-System, für das Master Data Management, Golden Record, Single Point of Truth. Ich hatte solche Gespräche zu Dutzenden, ja, 2020, 2021, wo also viele quasi auch ins E-Commerce rein sind, ja, auch mittelständische Unternehmen. Und haben sie 1, 2 Jahre später festgestellt, wir müssen erstmal die Basis schaffen, ja, erstmal das Fundament, erstmal den Keller machen, bevor wir den ersten Stock und den zweiten Stock und das Dach aufziehen, ja. Also auch das, dieses, was ist jetzt nice to have und was ist Priorität, kann sich sogar innerhalb der gleichen Firma, innerhalb von wenigen Monaten oder ja, vielleicht ein Jahr oder zwei, auch da wieder ändern. Das heißt, gut oder schlecht, mal wertfrei, ja, Fakt ist, du musst im Vertrieb und Marketing immer am Ball bleiben. Immer. Ja? Also, wo du vorgestern, jetzt mal überspitzt gesagt, vor 3 Tagen noch dachtest, da geht absolut nichts bei der Firma als Kunde zum Kundengewinnen, ja, kann oder sagen wir, wo du quasi vor einem Monat noch dachtest, da geht nichts, kann in 2 Monaten schon die absolute Top-Opportunity sein im Wert von mehreren 100.000 Euro. Ja? Und das kommt auch mir immer wieder vor oder meinen Leuten oder in meiner Firma, dass wir das immer wieder sehen. Das heißt, mehr denn je, ja, ist es wichtig, sehr nah am Kunden oder generell sehr nah am Markt zu sein. Also mehr denn je. Ich will echt wirklich sagen, es war noch nie so stark und noch nie so wichtig, quasi ins Marketing und in Vertrieb rein zu investieren. Weil sonst gehen dir links und rechts, geht dir was durch die Lappen. Ja? Wenn du nicht genug Ressourcen hast, wenn du nicht genug Kapazität hast, dass du immer wieder dran bleibst, hartnäckig bleibst, Firmen, wo du schon quasi schon abgehakt hattest, ja, schon rot durchgestrichen hattest, ja, als nice to have, die aber jetzt plötzlich ihre Meinung, ihre Strategie geändert haben, von heute auf morgen 360 Grad, 180 Grad Drehung, whoop. Ja, ja, statt von dieser Richtung, jetzt geht es plötzlich in die Richtung. Und da gibt es für dich jetzt was zu tun, als Softwareentwickler, ja, oder als Dienstleister. Das heißt, es ist so unfassbar wichtig, wichtiger denn je, hier rein zu investieren. Lieber einen Dienstleister noch einen zusätzlichen Tag buchen, ja, das nächsthöhere Paket, ja, oder versuchen, noch eine zusätzliche Arbeitskraft einzustellen und so weiter. Ja, auch ich sage mir, ich persönlich habe dieses Jahr mein Minimum, was ich zum Leben brauche, habe ich bereits vor 3 Wochen verdient. Ja? Und wir haben jetzt Juli gehabt, vor 3 Wochen.
Und jeder zusätzliche Euro, für den ich sehr dankbar bin, für mich selber persönlich, den ich dieses Jahr noch verdienen werde, werde ich reinvestieren. Ja, was anderes gibt es für mich gar nicht. Ja? Ich habe jetzt gerade jemand Neues eingestellt, dann in Marketing, in Fortbildung, in Tools, in die besten Tools, die es gibt, in die besten Datenquellen, die es gibt und. Ja? It is not the time to hold your money back. Ja, sagte mal, glaube ich, Warren Buffett, ja, falls du den kennst. Ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich kann dir ein bisschen weiterhelfen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Hol dir den Termin mit mir. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Call to Action, ja, auch ganz wichtig für dich auf deiner Webseite und in deinen Videos. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao. Hallo, ich bin Christoph. Ich habe im April diesen Jahres eine Full-Service-Werbeagentur gegründet. Zusammen mit 8 Mitarbeitern spezialisiert auf die Gestaltung individueller Webseiten und Online-Marketing. Thomas Klein unterscheidet sich in der Hinsicht zu anderen Coaches und Mentoren, weil er praxisorientiert arbeitet und sehr zielstrebig ist. In der kurzen Zeit konnte mir Thomas Klein bereits mir dabei helfen, meinen Unternehmenswert zu steigern. Deswegen kann ich Thomas Klein jedem empfehlen. Und zwar bin ich seit fast 20 Jahren als selbstständiger Softwareentwickler unterwegs und habe eben immer wieder das Thema, wie komme ich an neue Projekte, wie komme ich an neue Kunden. Jetzt habe ich da die letzten Monate mich doch mal viel damit auseinandergesetzt und habe etliche Coaches und Seminare und Co. mir zur Gemüte geführt. Und ja, war so ein bisschen durchwachsen, die ganze Thematik. Und unter anderem bin ich da auch auf den Thomas Klein gestoßen und war natürlich auch etwas skeptisch, nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen mir angeschaut habe, die mir nicht so wirklich weitergeholfen haben. Bei Thomas ist das wirklich anders. Er nimmt sich Zeit, er versteht dein Business. Er kommt selber aus der IT, macht das seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich. Und macht sich auch die Mühe zu verstehen, wo man hin möchte, ne, als Kunde von ihm. Und das hat mir natürlich in dem Fall dann die Augen geöffnet, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, es gibt halt doch Unterschiede in den verschiedenen Bereichen, wie man ein Projekt angeht, wie man auch Kunden anspricht. Und ja, ich bin echt zufrieden, wie das funktioniert hat, weil, also Thomas macht nicht nur Coaching, sondern er hilft einem auch wirklich bei der Akquise. Ne? Also er sucht Kunden raus, er hat ein riesen Netzwerk natürlich über seine Historie und präsentiert einem quasi auf dem Silbertablett ja, verkaufsfertige Leads.